zur Welpenstunde. Da sind auch verschiedene Rassen, aber alles kleine, süße Hunde. Ein brauner Labi ist dabei, der heißt Gonzo. Das ist ein ganz süßer. Da sind so kleine Hundepools oder auch größere. Verschiedene Bereiche für jede Hundegröße. Ganz süß gemacht. Der Finn ist ja jetzt wieder aus dem Ferienlager da. Der wird euch später noch berichten, wie es war. Und der Jack hatte eben Besuch von einem Labrador, auch einen weißen. Braune Augen und ja, der ist ungefähr 7 Monate. Und der ist durch die Hecke und schon richtig groß. Der wird ungefähr noch 1 Zentimeter größer. Aber die haben eben schon mal 1 Stunde getobt, gespielt. Heute Abend haben wir noch Freunde da zum Grillen. Auch mit Kind und Kegel. Also wird das ein schönes Wochenende auf jeden Fall. Ein schöner Samstag. Stefan ist heute mit. Und die Lilly, weil letztens zur Welpenstunde war ich mit dem Finn alleine. Nur Finn und ich. Und ja, heute gucken wir uns das komplett an und ab Mittwoch ist Welpenfrüherziehung. Ja, also da macht man immer von Woche zu Woche Termin aus und wir zeigen euch einfach, wie es da aussieht. Bis dann! Hier ist der Hundepool. Na, guck dazu. Finn ist wieder aus dem Ferienlager zurück. Er war im Kiez in Güntersberge. Ja, wie hat es dir denn so gefallen? Erzähl doch. Gut. Ja? Wir haben Bubble-Fußball gespielt, das hat mir gefallen. Wir haben 3 Filme geguckt. Wir wollten Bogenschießen, aber haben wir nicht geschafft. Wir wollten Mini gucken, haben wir auch nicht geschafft. Aber dann haben wir einen anderen Film geguckt. Einmal haben wir... Ihr wart aber auch Rapunzel noch haben wir einmal geguckt. Okay, und ihr wart auch noch im Bergsee. Stimmt, schwimmen, aber ja. Du warst diesmal nicht mit schwimmen. Mhm. Fini war so ein bisschen vorsichtiger und wollte das nicht. Nee, haben die Erzieher uns gesagt. Mhm. Aber der Koppel war ja, im Badesee. Stimmt's? Ja. Aber also die Wasserhöhe ist halt nicht mehr da und man muss von der Mauer sehr, sehr tief rein über eine Leiter. Das war ihm vielleicht nicht und ganz so geheuer. Und wenn man da so springt, da ist es jetzt so glatt, da darf man nicht springen. Okay, okay. Von also den Springturm. War schon besser so, weil wegen den Ohren und wegen den Stöpseln, die du noch drin hast, ist das ganz gut so, dass du so vorsichtig warst. Ja? Ansonsten war es toll, ja? Wir haben ihn heute Mittag abgeholt, da gab es nochmal eine Mittagsmahlzeit und nach dem Mittag so 12:30 konnten die Eltern ihre Kinder wieder abholen. Ja, wir waren mit den anderen Eltern auch oben, beide Jungs dann abgeholt und jetzt sind wir glücklich, dass Finn wieder da ist. Und ich habe ein Lied gelernt. Lied hast du gelernt, okay. Das weiß aber noch gar nicht. Soll ich es versingen? Sing mal. Oh, wenn gute Laune, gute Laune, unten gute Laune, gute Laune, rechts gute Laune, gute Laune, links gute Laune, gute Laune, wie macht die Robbe ein? Cool, okay. Ja, jedenfalls hatten sie, denke ich mal, richtig viel Spaß. Wir haben mit den Betreuern ja nochmal so ein bisschen geredet. Ja, halt wirklich schön mal, ja, eine Woche raus, ohne Eltern.
Finny war der Jüngste, stimmt's? Mhm. Ja? Die anderen waren alle älter? Mhm. Ja? Und die beiden Jungs, die bei euch mit im... Ja, das haben die Erzieher drauf geschrieben. Das haben die Erzieher drauf geschrieben. Okay. Das war wegen meiner Ohren. Ha? Und das... Was ist das? Eine 34? Das hier. Und das ist 20. Okay, okay. Ja gut, okay. Also habt ihr jetzt erstmal so ein kurzes Feedback, wie es Finny gefallen hat. Und wir haben Feedback-Runde gemacht. Da mussten wir sagen, was uns am tollsten gefallen hat und was nicht. Okay, schön. Ja, die haben das wirklich schon sehr, sehr toll gemacht. Das Ganze wurde organisiert von LE Tours. Ja, die organisieren eigentlich die ganzen Feriencamps hier so im Harz-Umkreis, auch Ahrensee, Magdeburg. Das ist auch eine schöne Anlage. Mal sehen, nächstes Jahr, ob wir dann wieder Bock haben, ja? Hm? Aber auf alle Fälle ist das immer eine schöne Erfahrung, so ein bisschen auch auf dem Weg zur Selbstständigkeit hin. Ja, wir haben jetzt, erwarten nachher noch ein paar Grillgäste, ein paar Freunde von uns mit Kindern. Ja, Mama hat hinten schon ein bisschen unsere Sitzgruppe vorbereitet, den Tisch gedeckt. Und wir werden ein Grillerchen machen. Wetter scheint gut zu bleiben, trocken zu bleiben. Das Handy sagt nur 5% Regenwahrscheinlichkeit, also kann man davon ausgehen, dass wir draußen sitzen können. Die Janine ist draußen hier drinnen kräftig am Vorbereiten, so ein paar Kerzchen noch machen und was weiß ich alles. Ja, ja. Und wir springen jetzt noch mal kurz im Pool, ja, und sagen für heute erstmal tschüss, macht's gut. Lasst uns einen Daumen hoch da für das Video, wenn es euch gefallen hat. Und wie immer natürlich abonniert unseren Kanal.